Grüß dich. Kennst du Blockaden in deinem Leben, wo du einfach nicht weiterkommst? Eine Blockade, die wie so eine Sperre ist oder ein No-Go, wo es immer wieder so einen Stopp bei dir reinhaut. Das kann in deiner Liebesbeziehung oder Beziehungen sein, auch wo es mehr um Nähe geht, miteinander oder überhaupt einfach mal einen Partner, Partnerin haben oder auch bestimmte Bereiche, Themen in deiner Beziehung. Es kann aber auch in deinem Berufsleben sein, mit dich zeigen, an die Öffentlichkeit gehen, Erfolg haben, finanziellen Erfolg, dass es fließt, dass du zu dir stehst, dass du wirklich weißt, boah, das ist wertvoll, ich zeig's, aber dass da immer wieder etwas ist, wo du dich selber ausbremst, zurücknimmst. Kennst du das? Und natürlich kann auch so eine Blockade einfach im Körper sein, dass es einen Bereich gibt, wo wir körperlich nicht weiterkommen, der wo immer wieder wehtut, wo wir spüren, ist einfach blöd oder habe ich eine Erkrankung, da habe ich ein Handicap, es geht nicht und ich weiß auch nicht, wie ich es lösen soll. All diese Blockaden gehören für mich zum Thema Saturn, saturnisches Prinzip, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, wenn du magst. Du bist herzlich eingeladen zum Lernen. Ich bin die Sabine, ich bin Astrologin, ich bin Aufstellerin seit vielen Jahren. Ich begleite mit dem Aufstellen des Anliegens, wo es um deine inneren Anteile geht. Und ich bin Yin-Teacher und Yin-Coach. Und ich war selber sehr traumatisiert, wozu ich auch immer wieder erzähle. Also sehr traumatisiert im Sinne von mit Mehrfachtraumatisierungen. Ich hatte Angststörungen, Depressionen, ich war chronisch krank über viele Jahre, sehr viele körperlichen Schmerzen, auch Rückenschmerzen, sehr viel Schwäche, Immunschwäche, Darmentzündungen und finanzielle Probleme. Also ich lasse es wieder, um nur einen Teil zu nennen. Es waren natürliche Folgen und Schutzfolgen von dem, was ich erlebt habe, also eigentlich ganz was Normales und Natürliches und ich konnte ganz, ganz viel heilen. Mein Körper ist geheilt, meine Seele heilt, meine Psyche heilt und meine Beziehungen heilen. Und ich bin oft zufrieden oder erfüllt, auch dankbar und natürlich auch manchmal traurig und es gibt was Stress oder zu bewältigen, aber es ist alles lösbar. Und dieses lösbar und ich finde einen Weg und ich verstehe mich und ich bin mit mir in Verbindung, ist Ausdruck von einem gesunden Ich-Bewusstsein. Und dazu möchte ich dich einfach immer wieder einladen, dass auch du und sehr gern mit mir gemeinsam hier in den Videos lernst, auch dein Ich-Bewusstsein zu entwickeln. Weil wenn wir etwas verstehen und bestenfalls tatsächlich dann auch ein Stück weit dazu was fühlen, entwickelt sich dieses weite, offene, reflektierende Ich-Bewusstsein, was wir im Falle von Trauma nicht mehr haben. Dann haben wir eher so einen Tunnelblick, weil das um uns rundherum zu schwer ist, zu schlimm ist, zu schmerzhaft, zu beschämend, dass wir das ausblenden müssen und gar nicht wahrnehmen können. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu dieser Blockade, wo wir etwas im Leben nicht haben oder nicht können und darüber aber auch immer wieder einen Schmerz von Ablehnung, Zurückweisen, von Versagen erleben. Was übrigens auch wieder alles zu Saturn gehört, was man auch zum einen gut in deinem Horoskop erkennen kann und am nächsten Vollmond, am 28.11. im Zwilling, ist Saturn im Quadrat ausgelöst. Und deshalb ist er jetzt schon und besonders spürbar. Diese Blockade, wenn ich zum Beispiel keine Beziehung habe oder wenn ich in Beziehung kaum Sexualität habe, die mir schwerfällt, Nähe, die mir schwerfällt, wenn ich immer wieder verlassen werde oder mich schon gar nicht traue, in Nähe zu gehen. Diese Blockade, wenn ich beruflich, was ich allermeistens hier erlebe, mich nicht traue zu zeigen, zu mir zu stehen.
diese Blockade im Körper, wenn es einen Bereich gibt, wo ich Schmerzen habe, die einfach nicht weggehen und die mich immer wieder zurück und eng halten. Und es kann sein, dass du sogar alle drei Bereiche hast und es kann aber auch sein, dass du nur einen spürst. Auch erkennbar an deinem Saturn in deinem Horoskop. Ist in allererster Linie eine Schutzhaltung. Das heißt, du könntest dir jetzt schon mal die Frage stellen, vor was schützt mich diese Blockade? Vor was schützt mich dieses Gefühl, besser bin ich lieber alleine oder es ist besser, keinen Sex zu haben oder keine Nähe oder es ist ganz gut, wenn mich keiner sieht in meinem Berufsleben. Und es ist ganz gut, wenn ich einfach auf der Couch liegen bleibe oder Schmerztabletten nehme, weil ich solche Schmerzen habe. Kennst du das? Und dafür gibt es tatsächlich gute Gründe, die ich sehr, sehr oft erlebe in den Aufstellungen mit den Anliegen, die ich begleite, auch heute schon wieder, und die ich aber auch von mir selber kenne. Das heißt, jedes Drama, was ich in meinem Leben hatte, jeder Schmerz, jede Not hatte seinen guten Grund. Und dieser Grund waren in mir Persönlichkeiten, Anteile, die meist jünger waren und oft sogar sehr, sehr jung, die etwas erlebt haben, was für sie nicht lösbar war. Das, was ich als Kind zum Beispiel erlebt habe, war eine Mutter, die selber so traumatisiert war, dass sie nicht mit mir in Resonanz gehen konnte. Also keine Einfühlung, keine Regulierung. Und auch, ich vermute, aus ihrer Traumaprägung heraus nicht in der Lage war zu sehen, wie es mir damals als Baby und Kleinkind wirklich ging. Und dass es auch bei mir zu Hause in der Familie sexuelle und sexualisierte Gewalt und auch körperliche Gewalt gab. Das war dann einfach ausgeblendet. Und als Kind denkst du dann, du bist verrückt. Also das war eines meiner Grundgefühle, ich bin falsch, ich bin verrückt. Und gleichzeitig war natürlich Nähe und Beziehung gefährlich für mich und bedrohlich. Und mich zeigen war auch bedrohlich. Lebensbedrohlich. Und in meinem Körper waren die ganzen Schmerzen gespeichert, klar. Die Schmerzen in der Hüfte, im Rücken, die Erschöpfung, die Schwäche. Das hatte alles seinen richtig guten Grund. Und meine Überlebensschutzanteile haben sich dann Strategien ausgedacht, die mich immer wieder zurückgeworfen haben und nicht falsch zurückgeworfen haben, dass ich nicht dorthin kam, wo ich mich eigentlich hingewünscht habe. Aber mein Überleben wurde dadurch gesichert. Und bei dir kann das auch so sein. Das heißt, wenn du dir überlegst, was passiert denn da ganz genau und dir das vielleicht sogar als schriftlich machst und aufschreibst, sichert es mein Überleben. Gefühlt ist es besser für mich, keinen Partner zu haben, keine Nähe. Und während du das aufschreibst, könntest du schon mal hinspüren, boah, wie alt ist denn der Anteil, den ich da vielleicht drunter spüre. Was war der Moment und das Alter, wo ich das erlebt habe? Und wundere dich nicht, wenn tatsächlich dann eine Zahl kommt vielleicht, ein Gefühl oder ein Bild. Ich habe auch in Trancen, in Heilmeditationen sehr viele Erinnerungen bekommen. Auch dazu habe ich etwas, wo ich dich begleiten kann. Außer es liegt eine psychische Erkrankung vor, dann bitte nicht, dann nur in Begleitung. Aber du kannst es auch probieren, indem du einfach immer wieder still wirst, dir Fragen stellst und versuchst, damit mit dir in Verbindung zu kommen. Dieses mit uns selbst in Verbindung zu kommen, gehört für mich zum Teil auch zum Zwillingsprinzip, was jetzt ausgelöst wird durch die Zwillingsvollmondin und damit auch der kleine Merkur. Und Merkur, der stellt für mich Kontakt her. Und auch Kontakt zu mir selber, in meine Tiefe, in mein Inneres, kann ich mir zuhören. Und
Den Saturn, den wir jetzt für die nächsten 2 Jahre auch haben, ist in den Fischen, wo es auch darum geht, dass es uns gelingt, in unser Inneres gehen und in unsere tiefe innere Verbindung zu kommen, uns von innen zu fühlen und auch zu lernen, zwischen Illusion und Intuition zu unterscheiden. Dazu werde ich auch noch mal einen Text schreiben und dich einfach bestmöglichst begleiten, weil das mir so am Herzen liegt. Wenn der Anteil in dir, nochmal zurück zur Blockade, wenn der Anteil in von dir, der tatsächlich Überwältigendes erlebt hat, was dich beschämt hat, was dir wehgetan hat, was dir Angst gemacht hat, wenn du den siehst und wenn du es dann aushältst, diesen Anteil nicht sofort in den Arm zu nehmen, eine Decke drüber zu legen und zu sagen, es ist alles gut, sondern du bleibst neugierig, offen, du spürst hin, du schaust, dass du gut in der Gegenwart bleibst als Erwachsener und du öffnest dich, das ist das Yin-Bewusstsein, du öffnest dich dafür, was der Anteil dir zeigt und erzählst. Du brauchst deine Erinnerungen dafür. Ohne die ist keine vollständige Heilung, so viel es ich gelernt habe und ich erfahren habe und täglich wieder erfahre in den Beratungen, die ich begleite, nicht auf eine gesunde Art und Weise möglich, dass du ein gesundes Ich-Bewusstsein für dich selber entwickelst. Dazu muss ich mich verstehen lernen und mich sehen lernen und mich regulieren lernen. Und das ist dann auch schon der Weg, wie wir Blockaden lösen können. Weil der Anteil, der da noch abgespalten ist und alleine ist und die zugehörige Schutzstrategie, wie eben, ich will keine Beziehung, ich will keinen Sex, ich zeige mich lieber nicht, ich ziehe mich zurück und dann habe ich halt Schmerzen im Körper. Das ist die Schutzstrategie. Die sichert das Überleben, aber ermöglicht nicht dieses gesunde, erfüllende Leben, was so unglaublich schön ist, wenn wir uns da reinwagen und wenn wir es dann aber auch gut halten können und genießen können, weil dieses gesunde Ich-Bewusstsein da ist. Und dieses Ich-Bewusstsein entwickelt sich über dein Verstehen, was wir beide jetzt miteinander, wo ich dich einlade, in die Resonanz mit mir zu kommen, miteinander gestalten und entwickeln, auch indem du dich erinnerst und siehst. Und damit schmilzt dann schon diese Schutzmauern in dir, auch wieder Saturn und Steinbock. Aber du hältst dich dann. Und irgendwann, im allerbesten Falle, geschieht eine Integration. Du nimmst dich an, es heilt in dir. Und du nimmst dich mit deiner Angst, mit deiner Scham an die Hand. Du zeigst dich in deiner Verletzlichkeit und gehst vorwärts. Möge uns miteinander Heilung gelingen, jeder für sich und miteinander verbunden. Wenn du Fragen hast, melde dich sehr gerne. Ich bin richtig gern für dich da. Meine Angebote und meine Erfahrungen sind unten in den Shownotes und ich freue mich über dein Teilen, dein Liken und Kommentieren von Herzen, dass möglichst viele Frauen und Männer mit mir und mit uns gemeinsam sich entwickeln können für ein gesünderes Ich-Bewusstsein und eine gesündere Welt. Alles Liebe, die Sabine, für die.